Moin, moin. Oh, jetzt habe ich schon geschwafelt. Ein Moin ist, mehr darf man nicht. Alles andere ist Schwafeln. Also nochmal. Moin. Auch nicht Moinsen oder Mumsen oder sonst was. Moin. Einfach nur Moin. Welcome home. In my home. Da sollte man wilde Partys feiern auf der Dachterrasse. Ich sollte drüber nachdenken. Juju. War noch ein bisschen frisch so. Hab nicht so viel an. Aber Hose habe ich. Ja. Habe ich an. Ja. Mittellang, Medium, Medi-Hose. Medi. Ja, so ist das. Ich sag euch. Das eine sag ich euch. Und das andere sag ich euch auch. Jetzt kriege ich ja meinen Teebeutel nicht mehr vom Wasser an. Oh, nee. Oh. So. Ready for my tea. Der Tee ist fertig, mein Herr. Wird im weißen Salon serviert. Aber mein Herr, wir haben doch nur einen Salon. Warum sagen Sie denn weißer Salon? Oh, da sieht man ja den. Das ist der Teebeutel. Teemitz. Jo. Grüner Tee. Sencha. Ziehdauer 2 Minuten bei 80 Grad heißem Wasser. Temperatur kontrolliert. Ich habe mir extra einen Thermometer gekauft. Dazu ein Schuss frische Schlagsahne. Wundervoll. Ja, komisch. Vor einiger Zeit dachte ich, ich hätte noch Urlaub. Jetzt mache ich jeden Tag ein neues Video. Ich weiß gar nicht wieso. Kommt einfach. Ich habe immer so Ideen und dann will ich das ausprobieren irgendwie. Eigentlich wollte ich das Video mit Kopfhörer auf und Musik hören und so. Ich wollte gar nicht reden eigentlich. Aber leider hat, als ich den Film angeschmissen habe, das Aufzeichnen, hat er mir die Soundausgabe umgeschaltet irgendwie. Und dann konnte ich nicht mehr weiterhören. Aber was soll's? So ist auch gut. Nicht? Ist doch, oder? Ah. Gleich fängt die eine Psychotussi da schräg unter mir, die fängt gleich wieder an rumzuschreien. Die ist irgendwie schwer schizophren und nimmt aber wohl keine Medikamente. Und dann hat sie immer Halluzinationen, dass irgendwer in ihrer Wohnung ist. Und dann schreit sie immer raus und so. Und Sau, schreit sie immer. Sau, raus, Sau. So geht das immer. Hier erlebst du was, ich sag euch, Leute. Da erlebst du was, echt. Das ist hier so eine, wie soll man sagen? Hier wohnen die Ärmsten der Armen. Hier in diesem Block. Das sind so zwei Apartmentblocks, wo ich wohne. Und hier wohnen nur Sozialfälle, Kranke, Behinderte. Also sowohl Kranke, also körperlich, wie auch psychisch. Viele psychisch Kranke wohnen hier. Auch.
Ja, ich habe ja auch schon mal eine Depression gehabt, ne? Das ist ja eben alles fließend. Wer ist denn gesund? Die Verrücktesten laufen sowieso draußen rum, unbehandelt. Das war schon immer so. Und die Ärzte können sich, die Psychiater, die können sich alle gleich selbst einweisen lassen. Die Psychiater sollten sich mal selber behandeln lassen von ihren Kollegen. Die sollten mal so eine Supervision einführen. Dann sind die Gesetze mittlerweile so, dass man die Verrückte da unten, die ja hier nachweislich den ganzen Block immer stört, ne, die macht immer so einen Krach, dass sich hier alle sind schon ausgerastet. Ne. Es hat hier schon eine Unterschriftensammlung gegeben. Ne. Und was machen die? Die machen nichts, die Hausverwaltung macht nichts, ja. Ich weiß auch gar nicht, ob die Unterschriftensammlung, der Typ hat sie, glaube ich, immer noch nicht abgegeben. Warum, weiß nur Gott allein. Ja, man hat keine Handhabe, ne? Man kann jetzt nicht bei der Polizei anrufen und sagen, hören Sie mal, die Frau ist hier gefährdend, also die bringt uns in Gefahr. Ja, die Frau ist eine Gefahr für die Allgemeinheit und wir wollen, dass sie behandelt wird, ne? Und noch vor 20 Jahren hätte man da so einen Beschluss erwirken können, dass die von zwei Ärzten dann beurteilt werden muss, ob sie behandelt werden muss. Und wenn zwei Psychiater, zwei Fachärzte übereinstimmend sagen, dass sie in Behandlung gehört, dann wird die quasi entmündigt, ja, und die wird dann zwangsbehandelt. Das ging noch vor 20 Jahren. Die haben aber die Gesetze in letzter Zeit, ich weiß nicht, wann es genau geändert wurde. Auf jeden Fall ist das heute nicht mehr so leicht, ja. Wahrscheinlich seitdem einen da aus Bayern, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn der noch, der dieser Prominente, dieser Skandalfall. Ach, den Namen habe ich vergessen. Ach, das war so ein ganz berühmter Fall, wo einer jahrelang in die Psychiatrie eingewiesen war und nicht mehr rauskam. Gegen seinen Willen da festgehalten wurde, nicht? Und das ist aber auch so 10, 20 Jahre schon her, glaube ich. Der hatte so einen ganz ulkigen Namen, der Typ. Ja, ist auch egal. Auf jeden Fall hat der irgendwie, der hat ja eine Frau gehabt irgendwie. Ich erzähle das mal so ein bisschen, das finde ich, weil ich das spannend finde. Er hat eine Frau gehabt und die war irgendwie reich und berühmt und hatte Connections, ja, die Frau. Und die war aber verwickelt irgendwie in, was weiß ich, irgendwelche illegalen Machenschaften und oder Bestechung oder was weiß ich, ja. Und dann hat er hat das irgendwie rausgekriegt, was sie da macht, und hat sie dann irgendwie zur Rede gestellt. Und sie hat gesagt, ach Schatz, was hast du denn? Das ist doch normal, das machen doch alle so ungefähr. Ne? Und er hat gesagt, nein, er macht das aber nicht und er will das auch nicht, dass sie das macht und so. Ne? Ich weiß, das führte dann ja letztendlich auch zur Trennung von von den beiden. Genau, und er hat dann seine Entdeckung öffentlich gemacht. Als die Beziehung dann vorbei war, hat er das alles öffentlich gemacht und wurde dann von ihr, ja, bezichtigt, er wäre psychisch krank und er müsste behandelt werden. Und dann wurde er tatsächlich zwangseingewiesen. Ja, die haben den zwangseingewiesen. Das muss man sich mal vorstellen, sowas. Ne? Das ist quasi, wenn ich sage hier mein Nachbar, also wenn hier einer sagt, ich bin verrückt, dann kommen die Ärzte und dann, ich denke mal, wenn ich die falschen Ärzte hier hätte, würden sofort zwei Ärzte sagen, ja, der braucht Hilfe. Ne? Wahrscheinlich, also davon gehe ich mal aus, die sind so, ne? Kommt auf die Ärzte drauf an. Ich meine, wenn man mal das spirituell sieht, ne? Dann ist für mich die schwerste psychische Krankheit ist das Ego. Ja. Das ist eigentlich die wahre Krankheit, ne? Aber das wird von der Psychiatrie als zwingend notwendig ein gesundes Ego vorausgesetzt, um psychische Gesundheit. Es ist so, definieren die psychische Gesundheit, dass einer ein gesundes Ego hat. Und wenn er nämlich das nicht hat, dann hat er irgendwie Ich-Auflösung oder sowas oder ein Ich-Verlust, nennt man das auch, oder Persönlichkeitsveränderungen und so. Und das ist dann schon, das gilt schon als psychische Krankheit. Ja. Ja, ich sage euch, Leute, das ist alles, das ist der Wahnsinn.
Aber wie gesagt, mir ist das heute zu lau gehandhabt. Ne? Man hat jetzt wirklich keine. Hier wird ja der ganze Block, hier ist es ja nicht einer, ich mache ja hier keinen Rufmord. Ne? Nur wenn hier der ganze Block sagt, diese Frau gehört behandelt, ne? Und sie sieht das aber nicht ein, dann muss man gegen ihren Willen doch in der Lage sein, hier, wenn man hier 20 Leute hat und sie sagen alle übereinstimmt, ich kenne die Frau seit Jahren, die ist jetzt schwer krank, die ist schizophren. Bitte behandeln Sie die, die sieht das nicht ein, die hat keine Einsicht, Krankheitseinsicht, das fehlt ganz häufig. Ja, das ist ein Symptom, ist die fehlende Krankheitseinsicht. So, aber das geht nicht. Ja, das ist egal, wie viele das sind, das müssen eben zwei Ärzte beurteilen und sie kann ja auch, wenn sie denn will, kann sie auch mal normaler wirken dann auch. Ne? Ihre Anfälle, diese Schreianfälle, dass sie da irgendwie irgendwelche Halluzinationen rausschmeißt aus ihrer Wohnung, ne? Die hat sie nur, wenn sie in der Wohnung ist. Ne? Wenn die draußen rumläuft, man sieht ihr zwar an, dass sie körperlich verfallen ist und sieht ganz krank aus auch, aber man kann so Hallo sagen, guten Tag sagen und dann sagt sie auch guten Tag. Also da wird ein Psychiater jetzt nicht unbedingt direkt was feststellen, so, ne? Oberflächlich gesehen. Aber es ist heute eben so, das ist auch, das passiert sowieso nicht. Ne? Das müsste wahrscheinlich dann schon ein Verwandter sein von der. Ne? Naja, ist egal. So, Thema durch. Ah, ich werde mal euch hier aus der Froschperspektive entlassen. Ja. Ja. Gut, ja. Im Großen und Ganzen war es das auch schon. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Dienstag. Stay tuned.